Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Bevor es so richtig losgeht, noch der Hinweis, es ist ein Livestream und diese ganze Veranstaltung wird aufgezeichnet und ist dann im Internet abrufbar. Wer das nicht möchte, dass er vielleicht ins Sichtfeld dieser Kamera gerät, hat jetzt noch die Chance, sich weiter nach hinten zu setzen. Wenn Sie mir einen Gefallen tun, bleiben Sie hier vorne, dann haben wir mehr das Gefühl, dass wir miteinander auch ins Gespräch kommen. Und noch ein Hinweis, der nicht ganz so erfreulich ist, der Goldmedaillengewinner im Speerwurf Klaus Wolfermann, der angesagt war für diese Veranstaltung, hat kurzfristig abgesagt. Herr Wolfermann, falls Sie uns im Stream sehen, gute Genesung und herzliche Grüße hier aus München. Ich verspreche Ihnen auch ohne einen Olympiasieger auf dem Podium einen spannenden, einen interessanten Abend, an dem wir über Olympia reden. Und selten war dieser Ausspruch zwei Seiten einer Medaille passender als bei diesem Thema an diesem Abend, wie ich finde. Wir reden in einem historisch wichtigen Saal in der Ludwig-Maximilians-Universität. Und deshalb hat jetzt als erster das Wort der Präsident der LMU, Professor Bernd Huber. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank, Frau Lell, für Ihre freundliche Einführung. Dass wir alle ganz herzlich zu dieser Veranstaltung im Rahmen der Vortragsreihe des Antisemitismusbeauftragten Dr. Spähnle der Bayerischen Staatsregierung begrüßen. Sie haben gesagt, die Veranstaltung findet heute hier statt. Tatsächlich knüpfen wir aber eigentlich an eine gute Tradition an, dass wir regelmäßig Ihre Veranstaltung, Ihre Vortrags- und Diskussionsreihe hier an der LMU abhalten. Das wollen wir auch in Zukunft so halten und weiterführen. Freuen uns, sind noch ein bisschen stolz, dass wir diese schöne Reihe bei uns hier an der Universität haben. Und wie gesagt, sehr erfreulich, dass wir das auch wirklich wieder in Präsenz machen können. Das ist noch sehr mühsam teilweise gewesen. Also von daher auch schön, dass Sie alle da sind. Das Thema heute ist Reden über Olympia 72. Die zwei Seiten einer Medaille. Inhaltlich will ich gar nicht zu viel dazu sagen. Mich berührt das Thema persönlich insoweit, als ich bin ja nicht aus Wuppertal, ich bin ja ein Kind aus NRW. 1972 bei der Olympiade, ich das erste Mal in meinem Leben in München war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also insoweit auch ein bisschen was persönlich etwas Besonderes für mich. Zum Zweiten, was ich auch noch anmerken möchte, werden wir diese Formulierung reden über, soll in der Vortragsreihe auch in Zukunft beibehalten werden für andere Themen und das finde ich auch eine gute Punkt, um verschiedene neue Themen damit anzusprechen. Und ich sind viele natürlich heute da und einige wenige möchte ich ganz besonders begrüßen und erwähnen. Aber sehen Sie es mir nach, wenn ich jetzt nicht jeden natürlich nennen kann, der heute Abend bei uns ist. Zunächst einmal möchte ich hier zuvörderst einmal den Veranstalter, den Gastgeber, Herrn Staatsminister Dr. Ludwig Spähnle, ganz herzlich willkommen heißen. Und seine liebe Frau auch. Herzlich willkommen, Sie beide. Und ich erwähne Sie natürlich vor allen Dingen deswegen, weil Sie Antisemitismusbeauftragter sind, so Organisator der Veranstaltung, aber Sie sprechen dann auch gleich zu uns noch kurz. Und das gilt dann auch für den zweiten Gast, den ich gerne begrüßen müsste. Er ist eigentlich kein Gast, er ist Mitglied der Uni, Herrn Kollegen Kramer vom Institut für Bayerische Geschichte. Kürzlich hatten wir Ihre wunderbare Jubiläumsveranstaltung hier in der großen Aula. Von daher auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Und schließlich haben wir dann ja eine Panel-Diskussion mit Herrn Ritzer und Herrn Deiniger, den Autoren des Buches Spiele des Jahrhunderts, Herrn Ammon, dem Präsidenten des Bayerischen Landessportverbandes und Herrn Rainer, der Leiter der Koordination des Bayerischen Landessportverbandes. Ihnen auch ein herzliches Willkommen und schon einmal ein bisschen Vorschusslorbeeren als Applaus dann gleich für die Panel-Diskussion.
Ja, und last but not least, ich habe Sie gleich schon zu Anfang erwähnt, würde ich gerne da nochmal Frau Lell begrüßen, die uns heute Abend durch diese Veranstaltung führen wird. Ich selber bitte um Nachsicht, dass ich dann relativ schnell hier durch die Tapetentür verschwinden muss. Ich wünsche uns allen eine schöne, interessante und anregende Diskussion. Alles Gute. Dankeschön, Professor Huber. Eine Seite der Medaille von Olympia 72, das ist das Terrorattentat. Damals starben 11 Sportler, ein bayerischer Polizist und die Terroristen. Wir werden noch über die Rolle des bayerischen und des deutschen Staates im Zuge der Aufklärung sprechen, auf dem Podium unter anderem. Einer der wenigen Politiker, der bei den Hinterbliebenen der Opfer Respekt genießt, das ist Dr. Ludwig Spänle. Er wurde schon begrüßt. Er ist Antisemitismusbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung, Veranstalter, haben wir gehört. Und jetzt ist er erstmal dran mit dem Grußwort. Ja, Frau Lell, Magnifizenz, sehr geehrte Damen und Herren, mich freut es ganz besonders, lassen Sie mich ihn noch begrüßen, weil er mein Amtschef war, Ministerialdirektor AD Herbert Pülz aus dem Kultusministerium. Freut mich sehr, dass Sie uns heute beehren und Herrn Kern, den Landesgeschäftsführer des Bayerischen Landessportverbandes. Freut mich sehr. Morgen vor genau auf den Tag 8 Monaten stand ich in einer kleinen Gedenkstätte, in der an die Opfer des Olympia-Attentats erinnert wird, mit Bild und Namen. Es ist die einzige Gedenkstätte, an der die Landeshauptstadt München vor dem Errichten des Memorials im Olympiagelände mitgewirkt hat. Diese kleine Gedenkstätte ist 3000 Kilometer weg, in Tel Aviv. Es war in der Ära von Oberbürgermeister Erich Kiesel, dass dort in einer Jugendherberge eine solche Erinnerungsstätte errichtet wurde. Auch eine Stadtratsdelegation damals dabei aufmerksam gemacht hat mich, das will ich der Quelle halber auch nennen. Ich war da schon vor einigen Jahren das erste Mal. Der einzige Stadtrat, den ich noch weiß, oder einer der ganz wenigen, die 72 schon im Stadtrat waren und noch aktiv sind, das ist der nachmalige Staatsminister Peter Gauweiler. Das Erinnern an Olympia ist für dieses Land eine schwere Aufgabe, manchmal eine beschämende. Bis vor 10 Jahren war das Erinnern für die Landeshauptstadt, aber auch das Land und den Bund kaum ein Thema. Es wurde an der Connollystraße, dem Beginn dieses unsäglichen Attentats, eine Tafel errichtet mit den Namen der Opfer. Es wurde dann einige Jahre später eine sehr beeindruckende Stele des Künstlers Fritz König geschaffen. Aber, und das ist schon etwas Bemerkenswertes, das Erinnern durch die ersten 4 Jahrzehnte getragen hat der Landkreis Fürstenfeldbruck, der zunächst mit diesem Geschehen rein gar nichts zu tun hatte, außer dass der Fliegerhorst Fürstenfeldbruck eben geografisch im politischen Verantwortungsbereich der Stadt, der Gemeinde Maisach und des Landkreises liegt. Da ist ein Mahnmal, ein Erinnerungsmal erinnert worden und über die ganzen Jahre hinweg jedes Jahr am Tag des Attentats erinnert worden. Das ist etwas, was vielleicht schlaglichtartig etwas über diesen großen Einschnitt, ich meine das positiv wie negativ, den das Olympia-Wunder am Anfang und dann das Olympia, die schlimme Seite für dieses Land bedeutet und bedeutet hat. Ich glaube, dass sich viele in diesem Land erst in diesen Tagen überhaupt bewusst werden, die Dimension erahnen, die dieses Geschehen der Olympiade für München, Bayern und die Bundesrepublik Deutschland bedeutet hat. 36 Jahre nach den Nazispielen von Berlin, 27 Jahre nach dem Niederwerfen des Naziregimes, hatte sich die junge Bundesrepublik vorgenommen, etwas Großes Neues ins Werk zu setzen. Was? Darüber werden andere Berufener sprechen. Ich meine, dass man an dieses Ereignis mit seinen schönen Seiten, ich kann mich als Kind durchaus erinnern, und auch mit der schlimmen Seite, die letztlich
den politischen Terror nicht zum ersten Mal, aber doch auf die Weltbühne gehoben hat, intensiver erinnern muss, weil die Strenge des Erinnerns bis ins alltägliche Leben hereinreichen. Und ich freue mich sehr, dass mit Professor Ferdinand Kramer, der über dieses Thema in diesem Saal hier, gerade haben wir es besprochen, vor 18 Jahren seine Antrittsvorlesung an der LMU gehalten hat, ein ausgewiesener wissenschaftlicher Kenner, und mit den beiden Autoren, Herrn Deininger und Herrn Ritzer, zwei hochkarätige Journalisten, heute uns zur Verfügung stehen, die ein Buch geschaffen haben, wie ich selten kenne, in der Tiefe, in dem Ausleuchten all dessen, was zu diesen Spielen des Jahrhunderts beigetragen und geführt hat. Und ich bin auch Jörg Ammann, dem Präsidenten des Bayerischen Landessportverbandes, dankbar, auch als Medienpartner, dass wir dieses Thema von hier aus ins Land tragen können. Das war's auch schon. Ich freue mich auf den heutigen Abend. Vielen Dank, Herr Spenle. Herr Spenle, ich glaube, das ist kein Geheimnis, ist ein exzellenter Kenner der bayerischen Landesgeschichte. Er bezeichnet sich selber gerne als Landeshistoriker. Aber ich tue Ihnen, Herr Spenle, glaube ich, nicht unrecht, wenn ich sage, dass jetzt der Experte in Sachen Landesgeschichte zu uns sprechen wird. Ferdinand Kramer ist Inhaber, das muss ich ablesen, langer Titel des Lehrstuhls für bayerische Landesgeschichte und vergleichende Landesgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der Neuzeit. Er hat den Vorsitz der Kommission für bayerische Landesgeschichte an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und er führt uns jetzt thematisch noch tiefer hinein in den Komplex Olympia 72. Sein Impulsvertrag trägt den Titel Die Olympischen Spiele 1972 und die globale Positionierung Münchens. Professor Kramer, bitteschön. Guten Abend, meine Damen und Herren, lieber Herr Spenle, lieber Herr Ritzer, lieber Herr Deininger, lieber Herr Pülz, liebe Gäste hier und zu Hause. Die Olympischen Spiele von München, das waren Wettkämpfe in 21 Sportarten an 17 Tagen vom 26. August bis 11. September 1972. Daran nahmen Athleten, 1299 Frauen, 5848 Männer aus 122 Staaten der Welt teil. In allen diesen Kategorien übertraf München die vorangehenden Spiele, zuletzt in Tokio 64 und Mexico City 1968. Unter den sportlichen Leistungen ragten Weltrekorde in 13 Disziplinen von Athleten aus allen Erdteilen hervor. Der Schwimmer Marc Spitz aus Amerika errang bekanntlich 7 Goldmedaillen, die Schwimmerin Shane Gould aus Australien 3 Gold- und Silber- und Bronzemedaillen, der Hürdenläufer John Akibua aus Afrika mit einer Goldmedaille ausgezeichnet, der Turner Suao Kato aus Asien mit 3 Gold- und einer Silbermedaille. Publikumsliebling war die Turnerin Olga Korbut mit mehreren Gold- und einer Silbermedaille. Von den gefeierten Medaillengewinnen gewannen die Leichtathletinnen Heidi Rosenthal mit 2 Gold- und einer Silbermedaille, die Läuferin Hildegard Falk und die Hochspringerin Ulrike Meifert sowie Bernd Kannenberg im Gehen, außerdem der Boxer Dieter Kottisch sowie die Dressurreiterin Lieselotte Linsenhof, der einzige Wettbewerb, wo Frauen und Männer angetreten sind und die Frau hat gewonnen. Eben all diese heimischen gewannen große Popularität und natürlich, leider heute krank, Klaus Wolfermann im Speerwerfen, den ich vor 10 Jahren kennenlernen konnte, als wir eine Olympia-Ausstellung machen und war tief beeindruckt, wie er sich um seinen Kollegen Janis Lusis, den er knapp übertroffen hat, auch persönlich kümmert. Den Medaillenspiegel nach Nationen führte die UdSSR an, gefolgt von den USA, der DDR und der Bundesrepublik. Nun, soweit zum Sport. Jenseits des Sports bedeutete Olympia aber einen mehrjährigen Prozess von der Bewerbung der Stadt im Herbst 65 über die Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees im April 66 bis zum Abschluss mit den Rechnungen in Stadt, Land und Bund 1974. Vor allem die Organisation, Planung und Bau von zahlreichen Infrastrukturen und Sportstätten in wenigen Jahren im Vorfeld der Spiele
waren eine große Herausforderung, nämlich für die unmittelbar Verantwortlichen vor Ort, die Stadt München und das Land Bayern. Da liegt die Planungshoheit, da liegt die konkrete Verantwortung. Wie ist es gelungen, Gesellschaft und Politik entsprechend zu mobilisieren, entsprechend Ressourcen zu aktivieren und eben Stadt und Land global neu zu positionieren? Mitte der 60er Jahre, als die Entscheidung für München fiel, standen der Freistaat Bayern und die Stadt München in einem weitreichenden Modernisierungsprozess, der nach den kargen Nachkriegsjahren seit dem letzten Drittel der 50er Jahre erheblich an Dynamik gewonnen hatte. München wuchs 1957 auf über 1 Million Einwohner, was wie der im Jahr darauf begangene 800. Geburtstag der Stadt groß gefeiert wurde. Für die Millionenstadt schien deswegen der bald generierte Slogan Weltstadt mit Herz passend. Entsprechend war die Festschrift zum Stadtgeburtstag, das finde ich immer wieder bezeichnend, mit einem Passagierflugzeug am Flughafen in Riem, wohin wohl, nach New York abgebildet. New York als Millionenstadt, der neue Maßstab. 1960 fand in München der Eucharistische Weltkongress statt, das bis dahin größte globale Event in der jungen Bundesrepublik. Seit Ende der 50er Jahre griff auch Bayern mit dem Wirtschaftswunder nachhaltiger aus. Nachdem 2 Millionen Flüchtlinge mühsam zu integrieren gewesen waren, stand man plötzlich vor dem Problem Arbeitskräftemangel. Hatte man Mitte der 50er Jahre noch fürchten müssen, bei der Wirtschaftskraft mit nur 85% des Bruttosozialproduktes pro Kopf im Vergleich zum Bundesdurchschnitt weiter an Position zu verlieren, so wuchs fortan die bayerische Wirtschaft stets etwas stärker als der Bundesdurchschnitt. Dazu trug eine ungemein stark expandierende außenwirtschaftliche Verflechtung bei, die wiederum zu einer zunehmenden internationalen und nach den römischen Verträgen europäischen Orientierung in Stadt und Land Anstöße gab. Bald mussten auch Hauptschüler Englisch lernen. Abwanderung aus Bayern etwa ins früher prosperierende Ruhrgebiet und auch noch nach den USA nahm ein Ende. Vielmehr stellten sich fortan Zuwanderungsgewinne aus anderen Ländern der BRD seit Ende der 50er Jahre ein und dann eben auch die Gastarbeiter aus Europa. Der Krieg und die Zeit des Mangels danach hatten dazu geführt, dass allenthalben bei Schulen, Universitäten, Krankenhäusern etc. großer Nachholbedarf bestand. Jetzt konnte man investieren. Erlebte der Staatshaushalt doch hohe Wachstumsraten und steigende Einkünfte. Die Motorisierung mit Autos nahm Ende der 50er Jahre sprunghaft zu und stellte Stadt und Land vor Infrastrukturprobleme. Der Münchner Stachus galt als der verkehrsreichste Platz Europas. Es begannen systematische Landes- und Stadtplanungen. München verabschiedete 1963 den Stadtentwicklungsplan, mit dem man die Investitionen für die kommenden 30 Jahre steuern wollte. Dazu kam allenthalben ein Generationenwechsel. Überhaupt war München im Vergleich eine sehr junge Stadt. Symbolisch dafür stand, dass in der Landeshauptstadt 1960 überraschend der 34-jährige Hans-Jochen Vogel die Bürgermeisterwahlen gewonnen hatte. 1962 wählten die Bayern erstmals wieder die CSU mit absoluter Mehrheit und Alfons Goppel zum Ministerpräsidenten, der die Wiederaufbaugeneration der bayerischen Landespolitik ablöste. Goppel gelang es im beschleunigten Wandel von den von seinen beiden jungen Spin-Doktoren Raimund Eberle und Ferdinand Jacquet definierten Slogan Tradition und Moderne glaubhaft zu verkörpern. Die drei waren so innig, dass die Zeit sie Jacques Goppel nannte. Die zwei Jungen und der schon Arrivierte. Goppel setzte aber auch Signale durch Auslandsreisen. Erstmals ein bayerischer Ministerpräsident in Lateinamerika, in Indien. Und er gestaltete das neue Politikfeld Entwicklungshilfe mit. Über die Bildungsschienen und Zuständigkeit der Länder ging man global. Ohne Zweifel also hatte der Freistaat und München schon eine breit getragene, wirtschaftlich-finanzielle, tragfähige und zunehmend international ausgerichtete Modernisierungsdynamik, bevor überraschend die sofort positiv aufgenommene Olympiabewerbung und der Zuschlag 66 kamen. Was im Nachhinein vielen als Olympiamodernisierung und Mobilisierung erschien, steht tatsächlich in einem Prozess, der schon seit Längerem im Gange war.
Doch Olympia sollte zum Symbol dafür werden. Die Umfragen wiederholt bestätigten hohe Akzeptanz für Olympia. Gleichzeitig war das ein Spiegel für die allgemeine Modernisierungsakzeptanz, die auch vor dem Hintergrund von weltweiten, zum Teil euphorisch fortschrittsgläubigen Modernisierungs-, Reform-, Planungs- und Zukunftsdiskursen zu verstehen ist. Angereichert in München, Bayern und in der Bundesrepublik mit dem Wunsch, die Nachkriegszeit abzustoßen und eine neue Rolle und Akzeptanz in Europa und in der Welt zu finden. Gleichwohl lassen sich aber auch Spezifika erkennen, die besonders im Zusammenhang mit Olympia zu verstehen sind. Einige davon will ich im Folgenden erläutern. Die Olympischen Spiele setzten eine sehr klare zeitliche und in weiten Teilen auch inhaltliche Vorgabe unter weltweiter Beobachtung. Wollte man das Datum August 72 erreichen, dann mussten Entscheidungen getroffen werden. Was lange überlegt und strittig gewesen war, musste zu einem Ergebnis gebracht werden. Die Stadt München war mit dem Stadtentwicklungsplan von 63 präpariert und versuchte davon ausgehend in Verbindung mit dem Land und mitfinanziert vom Bund in 6 Jahren umzusetzen, was ursprünglich für 30 Jahre projektiert war. Sie alle kennen die Schlagworte: U-Bahn, S-Bahn, MVV, Fußgängerzone, Mittlerer Ring, Altstadt, Ring, Großstadt, Großstadion, umgebendes Gelände, zahlreiche andere Sportstätten für Training- und Vorrundenwettbewerbe sowie später für Breitensport tauglich, Wohnungsbau auch in Form des Olympischen Dorfes. München konnte so nicht nur den Bedarf decken, die Stadt gewann Vorsprung. Im europäischen und weltweiten Vergleich erkennt man etwa, dass nur wenige und in der Regel wesentlich größere Metropolen Anfang der 70er Jahre ein U-Bahn-Netz vorweisen konnten, kaum aber eine Stadt in der Größenordnung von München. Die Münchner zahlten den Preis mit ununterbrochenen Baustellen. Salopp gesagt, entfaltete sich mit dem Zuschlag für die Olympischen Spiele so etwas wie die Globalisierung der Köpfe, die Mental Maps, wie man neudeutsch sagt, der Menschen in Bayern und München änderten sich im Olympiaprozess weiter. Nach 1945 war zunächst die Aussöhnung mit den europäischen Nachbarn und die Westbindung im Vordergrund gestanden. Olympia würde nun die ganze Welt nach München und Bayern bringen, die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf München richten, zumal zeitgleich das Fernsehen nun auch in Farbe seinen globalen Siegeszug erlebte. 4.000 Journalisten aus aller Welt wurden erwartet. Die notwendige Technologie sollte unter Federführung des BR und in Kooperation von ARD und ZDF die Entwicklung des Medienstandortes München und Bayern nachhaltig voranbringen, weit über Olympia hinaus. Ohnehin konnte man seit 1964 die Erdfunkstelle Raisting, wie sie so schön hieß und x-fach abgebildet wurde als Symbol für die Modernisierung des Landes, und ab 1968 auf den Olympia-Fernsehturm schauen und ihn nutzen. Bayern und München standen im globalen Schaufenster und dies auch für die Bundesrepublik. Ohnehin hatte der Spiegel 1964 München als heimliche Hauptstadt betitelt. München und Bayern entdeckten im Olympiaprozess die Vielfalt ihrer Bevölkerung. Menschen, Münchner, die ihre Wurzeln in anderen Ländern und Kulturen hatten, deren interkulturelle und Sprachkompetenzen waren nun allenthalben gefragt. Nicht nur bei den Hostessen. Sie wurden zu einem Teil der Willkommenskultur für die internationalen Gäste und wurden in der Selbstdarstellung der Stadt und der Spiele in Wort und Bild hervorgehoben, konkretisierten sie doch die Message vom weltoffenen Land, in dem die Realität freilich oft noch eine andere war, wie etwa Rainer Werner Fassbinder im Film Katzelmacher 1969 im Umgang mit einem griechischen Gastarbeiter zeigte. Wie man an Franz Xaver Krötz im August 72 an seinem uraufgeführten Bühnenstück unter dem bezeichnenden Titel Globales Interesse nachvollziehen kann, entwickelte sich durchaus auch eine vielfältige Olympiakritik, teilweise aus der neomarxistischen Kapitalismuskritik der 68er-Bewegung mit Blick auf stark steigende Preise und Mieten in München, aber auch aus konservativer Perspektive, die etwa im Umbau von München, insbesondere im königlichen Ensemble, wie beim Durchbruch durch die Maximilianstraße für den Altstadtring,
einen Gesichts- und Identitätsverlust der Stadt befürchteten. Später hat Helmut Dietl diese Prozesse in sensibler Weise in den Münchner Geschichten mit Therese Giese und Günther Maria Halmer veranschaulicht. Umso wichtiger war für die gesellschaftliche Akzeptanz und Mobilisierung in Bayern, dass die Selbstrepräsentation der Spiele bayerischen Traditionen Raum gab, sodass im beschleunigten und tiefgreifenden Wandel im Land der Slogan Tradition und Moderne glaubwürdig bleiben konnte. Oder wie es später Wolfgang Zorn formulierte, Modernisierung ohne Identitätsverlust, die sei in der Ära Goppel gelungen. Bayerischen Traditionen wurde sogar eine besondere Rolle bei Olympia zugewiesen. Da die Imagemacher der Spiele, allen voran der vormalige Diplomat und Regierungssprecher von Kanzler Erhard, Johnny Klein, versuchten, der Welt ein weltoffenes, demokratisches Land, die Bundesrepublik, zu vermitteln, mieden sie kontaminierte nationale und deutschnationale Deutungszusammenhänge, die an den ideologischen Missbrauch der Spiele von 1936 in Berlin erinnern würden. Der mit den Familien der Weißen Rose verbundene Otto Eicher, der die Bildsprache der Münchner Spiele schuf, charakterisierte das so: Keine Schwere von Schwarz-Rot-Gold, dagegen die leichten Farben eines fröhlichen bayerischen Frühlingsmorgens im Mai, hellgrün, orange, hellblau, nicht Wagner, sondern Mozart. So finden sich in den offiziellen gedruckten Führern zu den Spielen eine Chronologie der Geschichte Münchens beinahe ausschließlich im Kontext der bayerischen Geschichte, nicht der deutschen Geschichte. Und in der glamourösen, faszinierenden Eröffnungsfeier der Spiele traten im futuristischen Olympiastadion bayerische Trachtengruppen auf. Die so designte Selbstrepräsentation im globalen Kontext bei den Spielen ist zunächst in hohem Maße gelungen. In der traditionell eigentlich deutschkritischen britischen Presse schrieb der Observer nach der Eröffnungsfeier der Spiele Folgendes: Wie gut die Bayern das alles gemacht haben. Keine Spur von Militarismus, nichts Bombastisches, keine feierliche germanische Erhabenheit. Zitat Ende. Die ungemein positive, in alle Welt vermittelte Stimmung während der Spiele erfuhr einen tiefen Einbruch durch das Attentat am 5. September auf die israelische Mannschaft, das die ganze Welt erschütterte. Eine Wirkung der Spannung von heiteren Spielen und Tragödie war und ist bis heute auch, dass die Münchner Spiele mehr als alle anderen Olympiaden der Neuzeit im globalen Gedächtnis präsent blieben, bis hin zu Oscar-prämierten Dokumentationen oder dem Hollywood-Spielfilm Steven Spielberg, Munich und vieles andere mehr. Im Olympiaprozess musste eine neue Balance zwischen Landeshauptstadt und ländlichen Räumen in Bayern gefunden werden. Seit den 50er Jahren hatten Politik und Wirtschaft eine starke Abwanderung gerade junger Leute vom Land in die Städte beobachtet. Dieser Prozess sollte, so wollte die Staatsregierung, durch eine gezielte Landesentwicklung und entsprechende Investitionen im ländlichen Raum entgegengewirkt werden. Dazu stand nun aber im Widerspruch, dass wegen Olympia wieder riesige Summen nach München fließen würden, während in vielen Dörfern noch nicht einmal die Straßen geteert waren, noch vier Klassen von einem Lehrer in einem überfüllten Zimmer unterrichtet wurden, manchmal sogar sehr gut, habe ich noch selber erlebt. Als das Zeltdach geplant wurde, das der Architekt Günter Behnisch am Modell mit einem Damenstrumpf demonstrierte, ohne zu wissen, mit welchem Material und zu welchen Kosten, entfachte sich allenthalben in Bayern Widerspruch. Junge, aber schon einflussreiche Abgeordnete der CSU wie Anton Jaumann, Max Streibel oder Josef Daimer verlangten schließlich einen Olympiaplan, der auch andere Städte berücksichtigen sollte. Dem stand zunächst das olympische Reglement entgegen, wonach die Spiele an eine Stadt zu vergeben waren. Auch die Sportler selbst wollten am Ort des Geschehens sein, also nicht im Land verstreut. Schließlich fand man einen Kompromiss. In Augsburg wurde die berühmte Kanustrecke gebaut. Vorrundenwettbewerbe, etwa im Fußball, sollten auch in Ingolstadt, Nürnberg, Passau, Regensburg und Augsburg stattfinden. Dort wurden die Stadien ertüchtigt und modernisiert. Olympia strahlte auf den Breitensport im Land aus. Trimm dich wurde propagiert und eine große Welle, die übers Land ging. Vielerorts wurden im Land nun Schwimmbäder, Turnhallen, Sportplätze, oft in Verbindung mit der gewaltigen Expansion des Schulwesens, gebaut. Am Ende trugen Akzeptanz und Erfolg der Spiele zu einem neuen Miteinander von München und Umland sowie ländlichen Räumen bei,
Die Landeshauptstadt fand auch als global wirkender Repräsentant für Bayern, als Bahnhof zur Welt, neue Akzeptanz im Land, wenn man so will, ein zentraler Faktor für die Globalisierung, die unmittelbar anstand. 1969 begannen die Raumordnungsverfahren für den neuen internationalen Großflughafen im Erdinger Moos, wohl kein Zufall. Ich komme langsam zum Schluss. Olympia war von dem Moment an, als Willi Daume im Herbst 65 die Idee an Hans-Jochen Vogel herantrug und dieser dann zu Goppel und beide zu Bundeskanzler Erhard gingen, eine Herausforderung für das Mehrebenensystem Kommune, Land und Bund. Was lange Zeit vor allen Dingen in nationalen Kategorien gedacht war, dann durch Europa erweitert wurde, hat im Globalisierungsprozess eine große Bedeutung bekommen, weil alle Ebenen, Kommune, Land und Bund und Europa daran arbeiten, die Globalisierung für die Menschen human und erträglich zu halten. Im Reglement des IOC werden die Spiele an eine Stadt gewiesen. Der jeweilige Nationalstaat ist in die olympische Repräsentation eingebunden, nicht aber die mittlere Ebene, das Land. Was für die bayerische Landespolitik zunächst verstörend wirkte, zumal Ministerpräsident Goppel die Spiele von der Bewerbung an nachhaltig unterstützt und das Land ja auch ein Drittel der Kosten tragen sollte. Denn anfänglich war eine gemeinsame Finanzierung der Spiele von je einem Drittel für jede Ebene geplant. Bei einem geschätzten Aufwand von etwas mehr als 500 Millionen D-Mark, so am Anfang. Diese Schätzung wurde bis zur Endabrechnung in etwa um das Vierfache übertroffen. Die Kostenentwicklung und die wachsende Kritik in Bayern über das viele Geld, das nach München floss, wurden für Ministerpräsident Goppel zunehmend zu einem politischen Problem, wenn nicht sogar Risiko, das dann eine Lösung darin fand, dass der Kostenschlüssel für die Spiele verändert wurde. Da zu der Zeit Franz Josef Strauß Bundesfinanzminister war, glaubte man zumindest einen guten Ansprechpartner zu haben, um den Bundesanteil zu erhöhen. Erleichtert wurde dies auch durch den Umstand, dass Vorrundenwettbewerbe im Handball in Baden-Württemberg und die Segelwettbewerbe in Kiel ausgetragen wurden. Tatsächlich gelang es mit dem Argument, dass ja auch von den Bundesmitteln Anteile aus bayerischen Steuern stammen, letztlich den Bund zu einer erweiterten Finanzierung zu gewinnen, auch mit dem Argument für das weltweite nationale Prestige, das in erster Linie dem Bund zugutekommen würde. 50% übernahm künftig der Bund, jeweils 25% Stadt und Land. Letztlich wurden die Spiele zu einem exponierten Beispiel für ein gewachsenes Vertrauensverhältnis zwischen den unterschiedlichen staatlichen Ebenen und für einen kooperativen Föderalismus. Dahingehend wurde 1969 das Grundgesetz geändert. Als dann 1974 Bilanz gezogen wurde, stellte man fest, dass sich die Einnahmen bei den Olympischen Spielen so günstig entwickelt hatten, dass die Vervierfachung der Kosten weitgehend kompensiert werden konnte und die öffentliche Hand auf jeder Ebene nur wenig mehr aufbringen musste, als ursprünglich geschätzt worden war. München und Bayern hatten dafür eine in wenigen Jahren realisierte moderne Infrastruktur erhalten, die der Stadt und dem Land eine nachhaltige, global wirkende Attraktivität verliehen. Dieser Modernisierungsschub trug dann auch wesentlich dazu bei, dass Bayern bis Ende der 80er Jahre in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht nur über den Bundesdurchschnitt gleichziehen konnte, sondern diesen bald übertraf. Gerade wegen der weitreichenden gesellschaftlichen und politischen Mobilisierung und Modernisierung und eben auch Internationalisierung seit den 50er Jahren und deren Dynamisierung durch die Olympischen Spiele musste das Attentat zunächst wie ein lähmender Schock wirken. Es verdeutlichte nach der Euphorie der Eröffnung auf tragische Weise die Ambivalenzen der Moderne, die fortan weltweit immer stärker ins Bewusstsein rückten, sei es durch den Club of Rome, sei es durch die Ölkrisen und vieles andere mehr. Für künftige gesellschaftliche und politische Mobilisierungen würde erheblich mehr abverlangt werden, als das in dieser einmaligen Zeit von Mitte der 60er bis Anfang der 70er Jahre möglich war. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank, Professor Kramer. Ich würde jetzt gerne die Panel-Teilnehmer auf die Bühne bitten. Wir schauen mal, ob wir das hinkriegen, dass sie beim Einlaufen von mir anmoderiert werden. Herr Ammann.
Sie wären der Erste. Jörg Ammon ist Präsident des Bayerischen Landessportverbandes, kurz BLSV, ist auch Mitveranstalter hier. Er wird uns Fragen beantworten können zum Thema Sportpolitik. Selbst sind Sie kein Olympiasieger, aber Sportler. Ich darf Sie bitten, schon mal Platz zu nehmen. Wie war das damals? Das haben wunderbar aufgeschrieben die Kollegen Uwe Ritzer und Roman Deininger, Journalisten bei der Süddeutschen Zeitung. Ohne dass ich Geld dafür bekomme, kann ich das Buch tatsächlich sehr empfehlen. Es spannt die großen Bögen und erzählt viele kleine Details. Ein wirklich lesenswertes Buch. Roman Deininger, Uwe Ritzer, herzlich willkommen. Bitte schön. Er ist kein Olympiasieger, aber gäbe es, wäre Beredsamkeit und Rhetorik olympisch, vielleicht wäre er Medaillenhalter. Dr. Ludwig Spänle redet mit uns. Aus Sicht der Politik, aber vielleicht auch aus Sicht des Lausbubs. Er war zur Zeit der Olympischen Spiele 11 Jahre alt und kann auch da noch einiges erzählen. Meine erste Frage mit der Bitte um, Sie dürfen dann sehr ausführlich sprechen, aber am Anfang und am Schluss bitte ich um eine eindeutscher Hauptsatz, Antwort auf die Frage, was ist denn Ihre erste Assoziation, auch wenn Sie viel wissen über 72, was ist Ihre erste Assoziation Olympia 72, Uwe Ritzer? Ich war damals 7 Jahre alt, bin in einem fränkischen Dorf aufgewachsen und kann mich an die Begeisterung auch dort, so viel zum Stichwort Spiele in ganz Bayern, erinnern und an den Olympiawaldi, den ich geschenkt bekommen habe. Der Olympiawaldi, Herr Ammon? Also ich war damals, muss ich sagen, 2 Jahre alt, also von daher hatte ich noch nicht wirklich was mitbekommen. Allerdings im Nachgang von den ehrenamtlich Tätigen im BLSV gibt es ein wunderschönes Bild aus dem Olympiastadion, das in der Mitte zusammengeklebt, wo man einmal das ganze Stadion sieht mit den vielen Fans bei der Eröffnungsfeier und das bleibt in prägender Erinnerung. Herr Deininger? Ich bin ja ein Nachgeborener, darf ich sagen. Und das Bemerkenswerte ist, dass man die Bilder dieser Spiele trotzdem im Kopf gespeichert hat. Dass die es irgendwie auch auf andere Generationen geschafft haben, als die das erlebt haben. Ich glaube, bei mir lag es an einem Bildband, den meine Eltern hatten. Der prägt. Herr Spänle. Ja, wenn man sich auf sowas vorbereitet, da laufen wieder Filme ab. Das Erste ist, ich kann mich noch erinnern, auf der Spitze des damaligen Münchner Schuttbergs gestanden zu sein, der nachmalige Olympiaberg. Ich kann mich noch an das alte Oberwiesenfeld erinnern, wo auf der Nordseite oder wo das ist, die Flughafengebäude waren. So alt bin ich leider schon. Und das Zweite, ich habe 1968 ein Plastikmodell des gerade frisch gefertigt gewordenen Olympiaturms gekriegt. Und das war, kann ich mich schon erinnern, da war ich 7, das war auch für die Münchner, wie das Ding da stand, dass sich da was ruckartig nach vorne bewegt. Vielen Dank. Wir haben ja jetzt von Professor Kramer schon die große Einordnung gehört. Dennoch ordnet ihr ja auch in eurem Buch ein, Uwe Ritzer. Was sind denn die Bögen, die euch wichtig sind, um über Olympia zu reden? Was ist gerade los in Deutschland und der Welt? Also wir wollten von vornherein eines nicht ein Buch schreiben, so nach dem Motto unsere 20 schönsten Sporterlebnisse und da war dann noch ein Attentat. Das greift viel zu kurz. Diese Spiele sind ein Brennglas, durch das man auf das ganze Jahrhundert schauen kann und letztendlich erzählen wir entlang dieser Spiele und natürlich mit dem Schwerpunkt dieser Spiele ein Jahrhundert deutsche Geschichte. Man kann es nicht trennen. Das fängt mit Kleinigkeiten an. Ein Bundespräsident Gustav Heinemann, der die Spiele eröffnet, wurde in den 20er Jahren in München als junger Student aus einer NSDAP-Veranstaltung herausgeworfen, weil er freche Zwischenrufe machte. Man kann diese Spiele nicht isoliert betrachten und vieles, was dort passiert ist, hatte lange Vorgeschichten und hat auch lange nachgewirkt. Und das, glaube ich, macht diese Spiele auch für die deutsche Geschichte so und für dieses Jahrhundert so prägend, so einmalig. Wir haben ja jetzt gerade im Vortrag von Professor Kramer da ja auch schon eine große Tour d'Horizon erlebt. Mhm.
Das macht diese Spiele einmalig. Und das war auch faszinierend. Wir dachten am Anfang, haben wir uns schon darüber unterhalten, Roman und ich, Anfang unserer Recherche, naja, diese Spiele, da gibt es schon so viel, da gibt es gerade dieses Attentat. Nein, das ist noch lange nicht alles auserzählt. Vor allem in diesem Attentat gibt es selbst von Behörden widersprüchlichste Angaben, ungeklärte Fragen, auch 50 Jahre danach. Eine ganz naive Frage, Roman Deininger, warum denn die Spiele in München? Ist es eine Bundeshauptstadt? Ist es ja eher nicht die schöne Landeshauptstadt. Warum fiel die Entscheidung auf München? Also die Ursprungsidee von Willi Daume, der, wenn man so will, der Vater der Spiele war, später kam der zweite Vater, Hans-Jochen Vogel, dazu. Aber Willi Daume, der große deutsche Sportfunktionär, hat quasi erkannt, dass beim Internationalen Olympischen Komitee Bereitschaft bestehen könnte, die Olympischen Spiele an einen Aggressor des Zweiten Weltkriegs zu geben, was ja keinesfalls selbstverständlich war, wenige Jahrzehnte nach dem Krieg. Und sein erster Gedanke war tatsächlich Berlin. Er hat es aber schnell verworfen, weil Olympische Spiele an der Frontlinie des Kalten Kriegs in einer Stadt unter Vier-Mächte-Status weder symbolisch noch praktisch funktioniert hätten. Und da München damals, wie Professor Kramer gerade schon ausgeführt hat, ja ohnehin sowas wie die heimliche Hauptstadt der Bundesrepublik war, war der zweite erste Gedanke München. Und dann hat Willi Daume den Hans-Jochen Vogel überrumpelt im Rathaus und dann hat alles Fahrt aufgenommen. Was ja auch zum historischen Setting gehört, ist BRD, DDR, auch wenn es uns jetzt schon weit weg gehört. Inwiefern war das ein Thema bei den Olympischen Spielen, die Verhältnis von der Bundesrepublik zur DDR? Dieses Verhältnis Bundesrepublik-DDR hat auf beiden Seiten eine enorme Rolle gespielt. Beide Seiten haben sich akribisch, wirklich generalstabsmäßig darauf vorbereitet. Also nicht nur die Stasi, wenn es darum ging, DDR-Sportler, Trainer auszusuchen und auszuwählen, die eben in der Regel, von denen man erwarten konnte, dass sie nicht im Westen bleiben und dafür großes Aufsehen erregen. Auch die Bundesrepublik Deutschland hat natürlich sich mit Blick auf die DDR sehr stark vorbereitet. Man darf eines nicht vergessen, die Spiele 72 waren ja die ersten, wo die DDR mit eigener Mannschaft, mit eigener Flagge, mit eigener Hymne auftreten durfte. Und wir haben es ja vorhin auch gehört, im Medaillenspiegel lag sie am Ende vor der weitaus größeren Bundesrepublik. Es gibt ja diesen Satz von Karl Eduard Schnitzler, dem Chefpropagandisten der DDR, des DDR-Fernsehens, der gesagt hat, der Kapellmeister in München, der soll schon mal unsere Hymne gescheit einstudieren, weil er wird sie oft spielen müssen. Und so ist es ja auch gekommen. Dieses deutsch-deutsche Verhältnis oder diese Rivalität gipfelte dann ja auch in diesem sagenhaften, in die Sportgeschichte eingegangenen 4x100-Meter-Lauf der Frauen, wo die DDR-Läuferin, der DDR-Superstar im Sprint, Renate Stecher, von Funktionären mehr oder weniger dazu gezwungen wird, als Schlussläuferin anzutreten, was sie eigentlich nicht will. Natürlich, weil man darauf hofft, dass eben dieser Star Stecher die westdeutsche Heide Rosenthal und in Grund und Boden läuft auf den letzten Metern und man dann dieses Foto der Siegerin, der überlegenen DDR-Sportlerin hat. Am Ende kam es genau andersrum, Heide Rosenthal gewann. Da könnte man jetzt Dutzende solche Beispiele nennen. Ich würde eine Winzigkeit ergänzen, weil es gar so schön ist. Also die Stasi und die DDR-Sportfunktionäre haben diesen München-Ausflug ihrer Delegation bis ins Detail geplant. Und eins der wirklich schönen Details ist, dass sie auch einen Schlachtruf, nannte man das damals, vorgegeben haben. Den einzigen, den DDR-Zuschauer, handverlesen, keine Verwandte im Westen etc. im Olympiastadion oder an anderen Sportstätten verwenden durften. Und wenn Sie heute altes Videomaterial sehen bei YouTube oder im BR oder wo auch immer, dann werden Sie gelegentlich im Hintergrund hören, 7, 8, 9 Spitze. Und das ist der einzige Schlachtruf, den die DDR gestattet hat. Und den haben die halt machen müssen, ob er gepasst hat oder nicht. Ja, wenn jemand Vierter geworden ist, 7, 8, 9 Spitze. Und beim Olympiasieg auch. Ja, und wenn ich jetzt noch eine kleine Anekdote dazu, es war ja auch so, dass zum Beispiel den DDR-Sportjournalisten
auferlegt wurde, wie sie und wo sie berichten durften über olympische Medaillen. Also zum Beispiel, wenn eine DDR-Sportlerin oder ein DDR-Sportler Olympiasieger wurde, wurde das auf Seite 1 des Neuen Deutschland vermerkt, alle anderen frühestens auf Seite 7. Das wurde ganz klar festgelegt. Sport und Politik kommen wir noch öfter drauf heute. Herr Ammann, Herr Spänle, die zwei Seiten der Medaille. Es klang schon an, die Olympischen Spiele 72, da wurde nicht eins vom anderen überlagert. Es gibt die Erinnerung an die freudigen Spiele, es gibt die Erinnerung an den Terror. Warum ist es in diesem Fall gelungen, Herr Ammann? Also zunächst mal vielleicht, wenn man jetzt an das gerade vorher Gesagte noch anknüpft, es hat sich ja 74 mit der Fußballweltmeisterschaft ja verlängert, dieses legendäre Vorrundenspiel Deutschland gegen, also BRD gegen die DDR. In der DDR gab es ja lange nur einen einzigen Torschützen, den jeder kennen musste. Da hat sich das ja zwei Jahre später auch wieder in München wiederholt und das Glück für Deutsch, also für die BRD war ja nur, dass man doch Gerd Müller Weltmeister gegen Niederlande wurde. Also ne, Holland, das ist ja bis heute so ein gewisser Schlachtruf. Das hat es ja zwei Jahre später dann wieder gut gemacht. Aber warum das zwei Seiten einer Medaille waren, weil wir haben es ja gerade schon gehört, der geburtenstarkste Jahrgang, den wir im Nachkriegsdeutschland hatten mit 1963, 9 Jahre alt waren, die Schulen sind extrem gewachsen, überall im Land ist vieles gewachsen. Und es war bei Professor Kramer ja auch schon sehr lebendig ja mitzuhören, auch diese ehrenamtliche Tätigkeit tief in der Bevölkerung verwurzelt. Mein Präsidiumskollege Udo Egleder, der für die Bezirke und Kreise zuständig ist, ist heute auch hier, dem die Veranstaltung auch extrem wichtig ist, nämlich daran auch zu erinnern, wie sind wir denn eigentlich auch groß geworden im bayerischen Sport. Es erinnert ja auch noch, ne, die Rudi-Sedlmayr-Halle gibt es in München ja noch, genannt jetzt mittlerweile Audidome, der Name steht aber drüber. Und das hat sich alles miteinander verwoben, dass es auf der einen Seite diese freudigen Spiele war, auf der anderen Seite dieser Terroranschlag. Rudi Sedlmayr war der dritte Präsident beim Bayerischen Landessportverband zu der Zeit auch. Und das sind ganz enge Verknüpfungen, die sich in die Bevölkerung rein verwoben haben. Und so dann auch ins kollektive Gedächtnis. Haben Sie eine andere Erklärung oder stimmen Sie da überein? Ich glaube, es gibt eben, wie ja die beiden Autoren auch schildern, auch den Weg zum Terror, der von Alt-Nazis oder neurechten Verbrechern mit unterstützt wurde. Also ich kann mich an diese Aufbruchstimmung enorm erinnern. Ich bin Generation 61 und das werden wahrscheinlich alle Münchner der Jahrgänge 55 bis 65 behaupten, ich wäre um ein Haar, ich war dritter Ersatzmann und bei den Schülern, die da und Schülerinnen, die da bei der Eröffnungsfeier dabei sein durften, wäre ich fast mit dabei gewesen. Also das sind solche Dinge, die sich da einprägen. Was aber deutlich ist, dass es Hans-Jochen Vogel und Willi Daume, ich bin dem Daume damals einmal begegnet, das war gottähnlich. Also ich bin da in der Nähe aufgewachsen am Nordbad und in der Saarstraße, das weiß ich noch, da saß das NOK ums Eck rum und da waren wir natürlich täglich unterwegs und diese Aufbruchstimmung war unglaublich. Die war politisch natürlich stark getragen, aber diese Aufbruchstimmung, uns das erste, Herr Pölz als alter Amtschef, es wurden die Ferien verlängert. Das war schon mal für den Großraum München eine große Geschichte. Und unsere Eltern haben uns verboten, da rauszugehen. Wir waren als Elfjährige immer da drüben. Ich habe dieses Vibrieren dieses Dorfes, dieses internationalen Dorfes um den See herum, wo Künstler, Kunstschaffende, Musiker aus der ganzen Welt da waren. Dieser Pierre-Coubertin-Platz, wie er heute heißt, also zwischen den Stadien da und wo das Theatron ist, das waren umlagert von Tausenden von jungen Menschen. Und diese Stimmung hat sich auf die Stadt übertragen und wahrscheinlich weit darüber hinaus. Und umso schlimmer war dieser Einschlag. Wir haben so nah gewohnt, dass ich, das habe ich heute noch im Kopf, wir haben die Hubschrauber aufsteigen hören. Kommt noch. Was zentral war, dass die Menschen dieses Ereignis zu ihrem gemacht haben, sage ich jetzt so aus dem Subjektiven heraus. Das politische Gebäude, das die beiden Autoren zeichnen, ist gigantisch groß, hat unglaubliche Wurzeln, aber das ist angekommen zu der Zeit, vor dem 5. September. Ihr schreibt ja in eurem Buch viele Anekdoten, beispielsweise wie die Hostessen eigene Dirndl geschneidert bekommen, wie ein Eremit verhindert, dass ein Stadion gebaut wird.
Wie habt ihr das in der Recherche erlebt? Wenn man das jetzt so liest, dann, ich habe dann immer so im Hintergrund das Königlich Bayerische Amtsgericht, die Melodie, also die gute alte Zeit. Mensch, war das damals noch toll. Ist das, welches Gefühl habt ihr dann nach dieser Recherche? Ist das ganz anders heute oder? Also es wäre jetzt gelogen, wenn man behaupten würde, dass es damals keine kritischen Stimmen gab. Also es gibt herrliche Filmschnipsel, wo Leute auf dem Olympiaberg stehen, der noch nicht so heiß, runterschauen und sagt, das gibt eine Riesenblamage und aus voller Überzeugung. Also auch das gab es. Aber es hat sich halt, so wie der Professor Kramer schon geschildert hat, in eine Zeit des Aufbruchs gefügt. Ja, also Hans-Jochen Vogel, den wir noch ausführlich interviewen konnten für unser Buch, der hat halt gesagt, wir waren fertig mit dem Ramadama, wir hatten die Trümmer und den Schutt weg und wir konnten zum ersten Mal gestalten. Und ich glaube, dieses Gefühl hat sich übertragen auf die ganz normalen Münchner. Und bemerkenswert ist aber, dass dieses besondere Münchner Olympiagefühl wirklich auch von Sportlern aus aller Welt 50 Jahre später noch geteilt und nachgelebt wird. Also wir haben mit Amerikanern gesprochen, mit Sportlern wirklich aus diversen Ländern und alle haben gesagt, diese Münchner Spiele waren was Besonderes. Warum? Weil zum Beispiel die Annehmlichkeiten des Olympischen Dorfs und die Angebote dort so viel größer waren als je zuvor. Man muss sehen, in der olympischen Geschichte hat München eine besondere Stellung. 1960 Spiele in Rom auf dem Foro Italico, das Mussolini für Olympia 44 hatte errichten lassen. Ja, da waren noch die Obelisken, wo Duce eingraviert war. Das war nicht so toll. 64 Spiele in Tokio, riesengroß, galten so ein bisschen als seelenlos, gut organisiert, aber seelenlos. 68 Mexico City, Veranstaltungsstätten, die 70 Kilometer entfernt waren. Eine Woche vor den Spielen werden 300 Studenten vom mexikanischen Regime umgebracht, weil sie gegen die Spiele demonstrieren. Und dann kommt dieses München und ist tatsächlich unbeschwert. Die Sportler haben 2 oder 4 Bettzimmer oder Einzelzimmer und nicht 16er Schlafsäle wie in Mexiko. Solche kleinen Dinge haben dazu beigetragen, dass diese Spiele in so guter Erinnerung geblieben sind. Eine Geschichte, wenn ich noch erzählen darf, wir haben unter anderem gesprochen mit Rick DeMont, einem 16-jährigen Goldmedaillengewinner von damals, dem ersten, dem sein Gold wegen Dopings aberkannt wurde. Wir glauben, es ist vielleicht wirklich der einzige Schwimmer, der wirklich Asthma hat und der wirklich Asthma-Tabletten nehmen musste. Wie lange wart ihr zusammen mit dem? Ja, es war ein Videogespräch, aber da der Erste war, der diesen Asthma-Tabletten zum Opfer gefallen ist. Jedenfalls hat der uns erzählt, für ihn war Olympia 72 fantastisch, aber es hatte nichts zu tun mit der Erhabenheit von Olympia und der tollen Eröffnungsfeier. Er hat gesagt, er war 16, der Marc Spitz, der große Marc Spitz, der College-Boy, war Anfang 20 und er, der 16-Jährige, hat einfach Tag ein, Tag aus dem Marc Spitz bei seinen Frauengeschichten zugehört. Und das habe ich ihn so nachhaltig beeindruckt. Und dann haben wir gefragt, was sein Lieblingsort in München war. Englischer Garten, Marienplatz, nee, überhaupt nicht. Er hat die ganze Zeit am Hauptbahnhof in der Zeitschriftenbuchhandlung seine Freizeit verbracht, weil es da Heftchen gab, die es in den prüden USA nicht gab. Und das, ich glaube, man muss auch, und was dazu kommt, dieses Jahr 1972, ich hätte so im Nachhinein gern noch bewusster erlebt, als Erwachsener oder wenigstens als Heranwachsender Spänle, weil es öffnen sich damals Fenster in die Zukunft. BMW baut das erste Elektroauto, 2 Exemplare, um vor den Marathon und den Gehern vorwegfahren zu können, ohne dass die Abgase ins Gesicht bekommen. Es ist das Jahr, wo SAP gegründet wird. Es ist das Jahr, wo in München eine Filiale einer amerikanischen Fastfood-Kette eröffnet und alle deutschen Gastro-Experten sagen, das hat überhaupt keine Chance. Dieses Ding nannte sich McDonald's. 1971, im Jahr davor, bringt Eckhard Witzigmann, der Jahrhundertkoch, eine Küche nach München und nach Deutschland, die man bis dahin nicht kannte. Und. Also das war einfach ein Aufbruchsjahr ganz generell. Herr Amon, die nicht alle Olympiasieger des letzten Jahrhunderts aufzählen können, möglicherweise sind einige im Publikum, einige aber auch nicht. Welche Namen hat man von Sportlern, hat man von 72 noch im Kopf?
wo klingelt es vielleicht bei dem einen oder der anderen? Also natürlich bei Klaus Wolfermann. Er ist auch heute noch Sportbotschafter in der Bayerischen Sportstiftung. Da klingelt es, oder auch bei der 16-jährigen Ulrike Mayfahrt. Das hat ja niemand erwartet gehabt. Ne? Thomas Bach hat es neulich mal so launig erzählt. Er ist vom Fechten für zu jung befunden worden, sodass er nicht starten durfte. Sie durfte starten, obwohl sie sogar noch jünger war als er. Und natürlich Heide Ecker-Rosenthal hat man ja auch miterlebt. Das sind Namen, die einfach gesetzt wurden aus bayerischer Sicht, natürlich Klaus Wolfermann dann ganz stark auch. Und für das, was gesagt wurde mit den 60er Jahren, man muss ja auch sehen, damals, Ludwig Erhard ist ja gesagt worden, war Bundeskanzler, war übrigens, obwohl er für die CDU ja angetreten war, als Nürnberger traut man sich das fast nicht sagen, der war aus Fürth, also das heißt, das war auch jemand, der aus Bayern, schrägstrich aus Franken kam, wo dann auch dieses Zusammenspiel gepasst hat für München, den Aufbruch dann auch hinzubekommen. Und für uns im organisierten Sport in Bayern war das ein enormer Schub, dieses Volunteering in ehrenamtliche Tätigkeiten häufig über viele Jahre und Jahrzehnte, auch beispielsweise die Glücksspirale, wenn man das Logo anschaut, der Glücksspirale von Lotto Bayern ist genau das Logo der Spiele aus München, das ist damals entstanden, hat man dann zur Fußballweltmeisterschaft auch nochmal aufgelegt, aber das sind viele Themen, die heute auch noch im bayerischen Sport präsent sind. Jetzt ist ja zurzeit Nachhaltigkeit ein großer, sehr modischer Begriff auch. Wenn man durch München fährt, merkt man, Olympia 72 war nachhaltig. Die Gebäude gibt es nach wie vor, den Park gibt es nach wie vor. War das damals ein Thema? Ich weiß nicht, vielleicht können Sie ja anwenden, Herr Spendle, oder ihr beide, war das auch quasi eine Werbung, mit der man versucht, für Akzeptanz zu sorgen? Also ich glaube, ob das Thema Nachhaltigkeit in der Begrifflichkeit schon vorhanden war, es war auch ein gewisser Glücksfall, dass relativ zentrumsnah, das war das alte Kasernenviertel, so hieß das, Oberwiesenfeld, eben große Brachflächen, die jetzt auch nicht unmittelbar durch Kriegs- und Bombardierungsschäden so waren, dass sie nicht nutzbar gewesen wären, zur Verfügung standen. Wie gesagt, ich habe dieses Bild noch im Kopf, dieser nierenartigen Fläche da unten, wenn man von diesen Bergen untergeschaut hat. Ich glaube, dass es eher so in diese Richtung geht, wie es der Professor Kramer beschrieben hat, dass damals ist übrigens das erste das erste Umweltministerium der Welt ja geschaffen worden. Das hieß aber am Anfang nicht Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung, sondern genau andersrum. Das hieß Staatsministerium für Landesentwicklung und daneben bei noch ein bisschen Umwelt, weil man da dachte, dass man auch in diesem Aufbruchssituation, dass man mit großen Long Distance, also auch diese, übrigens wurde dann ja parallel, Professor Bakramer hat gesagt, es wurde Olympia geplant und der Begriff der Regionalplanung griff in der Politik. Also ich glaube, dass das ein solcher Ansatz war, der ein Stück weit diese Nachhaltigkeit vielleicht dann erzeugt hat. Umso erstaunlicher war dann ja diese Abstimmung in der Münchner Bevölkerung für die Wiederkehr der Winterspiele und die waren vom Konzept her was Nachhaltigeres, konnte man sich ja jetzt, das ist auch schon wieder eine ganze Reihe von Jahren her, ja kaum vorstellen. Konnte aber zurückgreifen auf diese Folie, wenn man so will. Die Organisatoren, also gerade Vogel und Daume, haben ohne den Begriff Nachhaltigkeit zu kennen, eigentlich diese Motive vorweggenommen. Als die sich in Rom vorgestellt haben bei der Entscheidung des IOC über die Spiele, haben sie drei große Argumente gemacht. Sie haben gesagt, wir bieten grüne Spiele, wir bieten Spiele der kurzen Wege und wir bieten Spiele, die Sport und Kultur verbinden. Und im Grunde war das damals schon nach dieser Reihe von schwierigen Olympischen Spielen, die ich vorhin skizziert habe, war das die Rückkehr zu den Wurzeln, die wir uns heute eigentlich auch wieder von Olympia wünschen. Also München war den Tick bescheidener als die Spiele zuvor und haben manche Dinge, die wir uns heute sehnlichst wieder erhoffen, einfach vorweggenommen. Eine Erdung unter anderem der großen internationalen Wettbewerbe. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Jetzt kommen wir auf den 5. September, Tag des Attentats. Herr Spendle, jetzt nachdem ich Sie gebremst habe, fangen wir mit dem Augenzeugen an. Wie haben Sie das als Elfjähriger wahrgenommen? Was haben Sie mitbekommen? Also das Thema Sicherheit möchte ich nur so beschreiben. Wir waren als Städtkister unterwegs und standen an den Eingängen zu dem olympischen Dorf, da wo heute die U-Bahn ist. Und da war Wachpersonal in diesen berühmten Plastikschlaghosen, die auch in meinem Familienarchiv dann gelandet sind. Und wir haben den Menschen, die da rein und raus sind, halt Autogramme versucht abzunehmen. Und plötzlich waren wir Elfjährigen in dem olympischen Dorf drin.
Also ich kann mich auch an diese Stimmung und wie es beschrieben wurde, also ich kann mich da erinnern, was da los war. Also dieses Leben, diese Freude, wie es da unterwegs war, auf diesen Flächen zwischen diesen großen Häusern, das war ja so angelegt wie eine Hand. Den Zaun kann ich mich auch erinnern. Die Erinnerung, die mich prägt, ist, dass das, also wir haben die Hubschrauber aufsteigen hören. Das ist das, was ich wirklich selbst erlebt habe. Und am nächsten Tag in der Familie, das war ein Trauma. Das war, wie wenn Verwandte ermordet worden wären. Nachdem natürlich noch diese dramatische Situation passiert, Konrad Ahlers oder wie auch immer sagt, dann die Geiseln sind frei und am nächsten Tag war die Stadt war gelähmt. Das kann man sich dir vorstellen. Ich war dann, da kam diese Zusammenkunft, man kann es ja nicht anders sagen, im Olympischen Dorf, im Olympiastadion, wo dann die Bekanntgabe der Entscheidung des IOC stattfand. Das haben wir jetzt erst im Fernsehen gesehen, da hat meine Mutter mich an der Hand genommen und mein Bruder war, glaube ich, zu klein und wir sind dann übergerannt. Und ich stand dann unter einer dieser beiden großen Tafeln, dieser Anzeigetafeln und sah zum ersten diese völlig ungeordnet, im Gegensatz zur Eröffnungsfeier, diese riesige Zahl der Sportler, die ja völlig unorganisiert auf dieser Wiese da unten standen. Und ich habe diese Worte, der Games must go on, ohne zu begreifen, was das, also auch die Hintergründe, die sie ja ausleuchten, was das bedeutet hat. Ja. Auch diesen Moment, dass man eben gewusst hat, dass sind Menschen in der Nähe gestorben, das war auch einem Elfjährigen klar. Dieser Einschnitt, der ja dann auch die Grundidee für diesen Erinnerungsort geworden ist, der war wie ein stechender Magenschmerz auch für einen jungen Menschen zu begreifen. Durften Sie fernsehen? Ja, klar. Rauchen. Also Sie haben das im Fernsehen mitverfolgt auch als ja, Junge? Soweit ich das eben mich erinnere. Aber das, was ich wirklich präsent habe, ist diese dumpfe, dieses Aufsteigen der Hubschrauber. Also es lief ja wahnsinnig viel falsch von den Fernsehübertragungen mal angefangen, wenn wir bei uns Medien bleiben. Die Sicherheitsvorkehrungen, es gab schon Terrorakte und dann diese Befreiungsaktion, die komplett missglückt ist. Warum, Uwe Ritzer, ist da so viel schiefgelaufen? Das ist die Kardinalfrage auch 50 Jahre später, weil bis heute hat keine fundierte Aufarbeitung dieses ganzen Anschlags und seiner Vorgeschichte hat es gegeben. Nie wurde eine Historikerkommission eingesetzt. Es gab keinen Untersuchungsausschuss. Wollen wir gar nicht davon reden, dass weder ein Polizeipräsident noch irgendein Verantwortlicher für dieses Desaster zurückgetreten ist. Es war ja keineswegs so, dass die Welt friedlich war. Gerade die Palästinenser haben ab Mitte der 60er Jahre gefühlt jedes Monat ein Flugzeug entführt. Es gab Schießereien, es gab auch auf deutschem Boden Anschläge. Und es ist eigentlich unfassbar, mit welcher Ignoranz, Naivität, Sorglosigkeit, Gutgläubigkeit sicher auch die Sicherheitsbehörden sich auf diese Spiele vorbereitet haben. Wenn man im Archiv sitzt, im Hauptstaatsarchiv zum Beispiel, wo Akten liegen und dann liest man so dicke Aktenwälzer, über was man sich Gedanken gemacht hat im Innenministerium, beim LKA, bei der Münchner Polizei, Gott weiß wo überall, über Prostitution, die zunehmen könnte, über Einbrüche, über Taschendiebstähle, über Verkehrsregelung. Aber man wollte sich nicht damit auseinandersetzen, dass es ja auch in irgendeiner Form auf die heiligen Olympischen Spiele einen Anschlag gibt. Das hat auch nicht zu dem Bild gepasst, das Professor Kramer vorhin auch recht anschaulich gezeichnet hat, diese Bundesrepublik, die der Welt zeigen will, wir sind eben nicht mehr ein waffenstarrendes, marschierendes, uniformiertes Volk. Die Sorglosigkeit, die Münchner Polizei verfügte weder über Scharfschützen noch über eine ausgebildete Polizeibeamte für so einen Zwischenfall. Sie hatte nicht mal die Munition, sie hatte nicht mal die Waffen. Und wenn auch heute von Scharfschützen die Rede ist, die in Fürstenfeldbruck zum Einsatz kamen, dann waren das nicht nur viel zu wenige. Sondern es war auch so, dass das halt einfach ein paar Polizeibeamten waren, die ein bisschen besser geschossen haben wie alle anderen, die halt bei Schießwettbewerben intern bei der Polizei aufgefallen sind. Und auch die Arbeit, ich will das jetzt hier nicht in die Länge ziehen, aber auch die Arbeit dieses sogenannten Krisenstabes den ganzen Tag über, nach heutigen Maßstäben eine Ansammlung von Dilettantismus. Es gab keinen vernünftig arbeitenden Krisenstab. Es gab einige Leute, die entschieden haben, die mussten tagsüber mehrfach umziehen, weil in diesem Krisenstab immer wieder irgendwelche Leute, die sich berufen gefühlt haben, dazukamen einfach und mitgeredet haben. Da war nichts organisiert, da war nichts vorbereitet, da gab es keine Strategie.
Jetzt bleiben wir mal bei den Sicherheitsvorkehrungen, bevor wir zur Aufarbeitung kommen. Die sind ja heute komplett anders. Ne? Ist das eine Belastung für die Sportler? Muss man da heute es kommt immer mehr drauf, sagen, man müsste vielleicht auch wieder ein bisschen zurück zur Unbekümmertheit, um die Sportler, die ja fokussiert sind auf den Wettbewerb, nicht zu belasten? Das, glaube ich, kann man schlichtweg nicht, wenn man das anschaut. Das waren ja die Olympischen Spiele, aber es gab ja dazwischen auch die Anschläge beispielsweise auf Monika Seles bei einem Tennisturnier, auf den Dortmunder Mannschaftsbus bei einem Fußballspiel und. Da, glaube ich, kann man nicht zurück. Das ist das Thema der Sicherheit. Ist ein großes, das ist ja immer Abwägungsfrage, wie nah lässt man dann auch Fans, Zuschauer und auch Emotionen dann noch zu, auch im Vorfeld. Aber die Stadien aufzumachen, man sieht es ja an manchen Stellen, da wird es ja dann richtig schwierig. Die meisten der Wettbewerbe verlaufen ja Gott sei Dank auch friedlich. Aber damals, wir haben auch in der Vorbereitung uns mal ein bisschen, wir haben so eine 50-jährige Chronik über den Bayerischen Landessportverband, so aus Anfang, Mitte der 90er Jahre, da wird dieses Thema auch, obwohl die Olympischen Spiele ganz breit dargestellt waren, auch sehr weit ausgeblendet. Also auch da findet man kaum eine Antwort auf die Fragen, die jetzt da gerade auch gestellt wurden. Ich glaube, dass wir in der ganz aktuellen Debatte, wo Olympiaden überhaupt noch akzeptiert werden, mal die ganze pekuniäre und vielleicht auch ökologische Frage mal etwas beiseite lassend, in freien Gesellschaften, wo abgestimmt wird, ich weiß gar nicht wie viele, vielleicht haben Sie das im Blick, in den letzten 10 Jahren, wenn Bevölkerungsbefragungen waren, München ist ja da nur eine von vielen, wird das abgelehnt. Und jetzt kommen wir zu Ländern, die wir alle, wo wir jetzt ja auch in den letzten Monaten, zum Beispiel Peking, in Staaten, die uns jetzt vielleicht nicht alle so gefallen, dass solche Dinge umgesetzt werden. Ich weiß nicht, ob dieser Gegensatz Sicherheit und freie Gesellschaften im Rahmen der Weiterentwicklung der olympischen Idee eine solche Rolle wahrnehmen lassen. Aber ich will aber eins schon noch zu dieser Frage, die der Herr Ritzer angesprochen hat. Das ist des Pudels Kern, was man für Konsequenzen gezogen hat. Man hat die GSG 9 geschaffen, es wurde eine völlig neue Sicherheitsarchitektur in der Bundesrepublik Deutschland erzwungen durch diesen Terroranschlag. Das Erinnern und daraus politische Konsequenzen ziehen, ich meine jetzt nicht einmal einzelne Rücktritte, wäre heute völlig undenkbar, die wären alle weg. Das Erinnern, das Aufarbeiten und das Konsequenzen ziehen, bis hin zur beschämenden Situation für die Familien der Opfer und der Überlebenden, hat damit zu tun, dass das kollektive Beschweigen dieser schlimmen Zeit ein politisches Mittel war, das in der jungen Bundesrepublik ja durchaus in dieser Zeit noch in den Gehirnen da war. Das gilt für meine eigene Heimatstadt. Ich habe es ja kurz angesprochen. Das gilt natürlich für Land und Bund ähnlich. Das hat einfach nicht gepasst. Die Dimension des Terrors war natürlich so groß, Dimension, dass natürlich bei all dem, was vorher war, auch diese, der Wunsch, der, ich will das schon sagen, dass, die, der, der, dass diese drängende politische Frage für die Palästinenser, die sich mit diesem Mittel als letztem Mittel in der Lage sahen, auf sich aufmerksam zu machen, und auf der anderen Seite das dramatische Kalkül, dass 36 Jahre nach den Nazispielen von Berlin auf deutschem Boden in der Hauptstadt der Bewegung israelische Sportler, die sich, es war nicht die erste Teilnahme, aber die sich eben auch entschlossen hatten, nach Deutschland zu kommen, auf diese Weise den Tod fahren. Das ist das, woraus viel zu wenig und worüber zu wenig gesprochen wurde. Ob das bis heute heraufragt, das wage ich nicht zu beurteilen. Jetzt weise ich auf Ihre nächste Veranstaltung hin, wo eine Hinterbliebene, Anke Spitzer, nochmal quasi zu diesem Komplex sprechen wird. Anke Spitzer sagt nämlich, Herr Spänle, sie erklärt sich das so, was ja auch gesagt wurde, ihr Israelis habt den Terror auf unseren Boden gebracht. War das auch ein latenter Antisemitismus, dass man mit den Israelis einfach nicht so viel Mitleid hat? Wäre das bei einer anderen Nation anders gewesen? Also das würde ich jetzt nicht zu behaupten wagen. Ich glaube eher, dass die Entscheidung in Israel, Sportler nach München zu senden, in dem Gesamtkontext neuer Ansatz einer jungen Bundesrepublik, die versucht hat, sich demokratisch hier auf der Weltbühne zu zeigen, wahrgenommen wurde. Die ganz andere Frage, die sich stellt, jetzt ist an Dramatik nicht zu überbieten, warum man das Angebot, das ist ja der eigentliche Irrsinn,
das Angebot, wenn das so stimmt, sind Sie näher an den Quellen, eben entsprechende Einheiten aus Israel, die mit Terrorbekämpfung Erfahrung haben, nicht nach Deutschland zu lassen. Da mag, was da mitgeschwungen hat, in welchen Gehirnen, das möchte ich nicht abschließend beurteilen. Es wird auch die gegenteilige Sache gesagt. Ihr wart nicht in der Lage, 12 Israelis zu beschützen, ja, Richtung Deutschland. Also auch diese Debatte gibt es natürlich. Vielleicht können wir das gleich aufgreifen. Die Aufarbeitung, warum wurde die so verschleppt? Ich würde das deutsche Versagen, so haben der Uwe und ich das auch im Buch versucht, in zwei Teile teilen. Der erste Teil ist das Versagen der Sicherheitskräfte und der Organisatoren. Das kann man noch irgendwo, man kann es irgendwo verstehen, wie das zustande kam, weil die im Grunde Opfer ihrer besten Absichten waren. Auch der Münchner Polizeipräsident Schreiber, der jetzt gefallen ist, der war der Erfinder der Münchner Linie, Dialog statt Gummiknüppel, Kontaktbeamte, alles, was wir heute für moderne Polizeiarbeit halten. Und die haben so sehr daran geglaubt, dass es auch so geht und dass der olympische Geist sich über alles legt und ernsthafte Gewalt verhindert. Das heißt, sie waren fahrlässig naiv, die Organisatoren und die Sicherheitskräfte, aber ja, sie waren auch naiv in einem träumerischen Sinn, haben von einer besseren Welt geträumt und haben dann erfahren müssen, dass es diese bessere Welt nicht gibt. Aber das ist der Teil, den ich noch, ein Versagen, das man noch irgendwo verstehen kann. Das Versagen setzt sich aber fort, indem man nicht aufklärt, indem man die Opfer schäbig behandelt, indem man den Angehörigen der Opfer nicht die volle Wahrheit sagt, indem man sehr, sehr lange ein würdiges Gedenken verweigert. Wir haben auch sehr lange mit Anke Spitzer und anderen gesprochen. Das ist tatsächlich, sagen wir jetzt nicht, weil Herr Spähnle hier der Gastgeber ist, Herr Spähnle selber und die Staatsregierung, der er angehörte, die das endlich in Bewegung gebracht haben nach vielen, vielen Jahrzehnten. Also, dass die Bundesrepublik, auch die Stadt München, auch der Freistaat Bayern so lange gebraucht haben, weil viele Beteiligte sich wahrscheinlich selber schützen wollten und ihr Versagen nicht auch noch vor der Welt vorführen und in Gedenkstätten verewigen, das ist wesentlich ungeheurer als das, was 1972 am 5. und 6. September passiert ist. Es gibt, wenn ich das noch ergänzen darf, es gibt ja auch Hinweise darauf, dass einfach niemand nach dem Attentat wollte, dass es wirklich noch dass da weiter gebohrt wird im Sinne von Aufklärung. Die Bundesregierung, es gibt Hinweise darauf, zum Beispiel Äußerungen von Herrn Wegner, der dann die GSG 9 gegründet hat und in München auch bei dem Anschlag dabei war, weil er war zu dem Zeitpunkt Adjutant beim Innenminister Genscher, der wiederum auch zu diesem an diesem Tag ja zufällig in München war, am Tag vorher schon. Die haben in München übernachtet und wurden dann in der Früh gerufen. Auch Wegener Aussagen deuten darauf hin, dass die Bundesregierung damals die deutsche Politik überhaupt kein Interesse hatte, sich mit den Palästinensern anzulegen, sondern dass es eher so einen mehr oder weniger formulierten Deal gab, ihr lasst in Zukunft Deutschland in Ruhe und deutsche Staatsbürger im Ausland und wir helfen euch bei der Anerkennung der palästinensischen Themen und bei der Anerkennung der Palästinenser im internationalen Kontext. Auffällig ist einfach, dass die Akten, die zugeschlagen wurden, schon nach 2-3 Wochen wurde im Prinzip, ja mein Gott, da gab es halt einen Zwischenfall, da gab es einen schlimmen Terroranschlag, aber wir haben uns nichts vorzuwerfen, das steht auch in amtlichen Papieren so drin, Deckel zu, Sache erledigt. Das ist, glaube ich, so der Nährboden, auf dem auch diese schändlichen 45 Jahre vergehen müssen, bis im Olympiapark diese Gedenkstätte eingeweiht wird und bis mit Bundespräsident Steinmeier zum ersten Mal ein Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland Verantwortung übernimmt. Wenn ich nur einen Gedanken hinzufügen darf, die Tatsache, dass man das nicht entschlossen aufgeklärt hat, auch polizeilich nicht entschlossen aufgeklärt hat, hat, das ist glaube ich keine zu steile Behauptung, zu weiteren Anschlägen und Blutvergießen geführt. Also wenn man zum Beispiel die Verbindungen ins rechtsextreme Lager, zu dem wir vielleicht noch kommen, deutsche Rechtsextreme haben den palästinensischen Attentätern geholfen, wenn man die entschlossen aufgeklärt hätte,
statt den Mantel des Schweigens drüber zu betten, dann hätte man möglicherweise Netzwerke, die dann beim Oktoberfestattentat 1980 in München wieder schreckliches Blutvergießen hervorgerufen haben, vielleicht bekämpfen oder zerschlagen können. Also es ist nicht nur ein ideelles Versagen, sondern auch ein sehr konkretes sicherheitspolitisches Versagen. Man wollte vertuschen, weil die noch im Amt waren, die möglicherweise belangt hätte werden können. Die Hinterbliebenen fühlen sich aber nach wie vor nicht ernst genug genommen von der Bundesrepublik Deutschland. Also jetzt, die jetzt Aktiven in der Politik, warum ist da immer noch, es scheint ja immer noch ein Graben da zu sein, über den keiner springt? Es war die Brandrede von Frau Spitzer vor genau 10 Jahren auf dem Flugfeld in Fürstenfeldbruck, die letztlich, da waren natürlich politische Spitzen, die beiden, der Bundespräsident, also Steinmeier war da, Bundesinnenminister war da sowas, Hans-Peter Friedrich damals, also von dem aus, es ging ja auch um die Öffnung der Akten. Also ich muss sagen, wie muss sich eine politische Klasse selber fühlen, die den Umgang mit der Familie von Anton Fliegerbauer kenne ich jetzt leider nicht so gut, das muss ich sagen. Aber die Opfer so rumrennen lässt, von Pontius zu Pilatus im wahrsten Sinne des Wortes, auch diese, jetzt hätte ich beinahe gesagt, diese banalen Zahlen, natürlich sind 3 Millionen D-Mark damals ein Geld, aber wenn man weiß, was in die Anwaltskosten geflossen ist und so weiter. Es geht eigentlich um die Möglichkeit und die Notwendigkeit dieses Landes, sich selber ins Gesicht schauen zu können. Jetzt ist es nun mal passiert. Das Kalkül war, auf diesem Boden mit dieser historischen Vergangenheit, vor dieser Folie, dieser heiteren Spiele, diese internationale Resonanz zu erzielen, indem man israelische, damit jüdische Menschen mit dem Terror überzieht. Die Begründetheit auf palästinensischer Seite mag jetzt mal dahingestellt sein lassen. Der Reflex in der Republik und in der Stadt war der falsche. Auch der politisch verantwortlich. Und zwar bis in die jüngste Zeit. Also ich war das erste Mal dann eben an dieser Tafel, an der Connolly-Straße dran und dann ging das weiter, wo kann man eigentlich was über diese Menschen erfahren? Dieser Teil des Erinnerns ist ein Stück weit weggeschwiegen worden und da hat dieses Land da durchaus professionelle Erfahrung. Was man sich heute ja auch nicht mehr vorstellen kann, ist, dass die Spiele einfach weitergehen. Wie wurde da damals argumentiert? Oder wurde gar nicht argumentiert, stand es gar nicht in Frage? Also dieser berühmte Satz, the games must go on, nach einem Tag Pause, war ja damals höchst umstritten, auch bei den Sportlern. Viele Sportler hatten auch keine Lust mehr. Wir haben ja mit sehr vielen gesprochen, die uns das auch erzählt haben. Es hatte ja auch Kollateralschäden. Heidi Rosendahl zum Beispiel ging plötzlich eine Morddrohung ein. Die wurde dann aus dem olympischen Dorf heimlich rausgebracht. Wir beschreiben das in unserem Buch auch. Wurde in einer Pension untergebracht. Ihr damaliger Freund, heutiger Ehemann, kam aus Leverkusen. Und nur ganz wenige wussten, wo sie ist, weil es eine Morddrohung gab, weil Heidi Rosendahl eben sehr häufig mit anderen Sportlerinnen und Sportlern, Leichtathleten, in Israel bei Trainingslagern war. Ich glaube ganz einfach, dass sehr viel damals, es stand damals, glaube ich, im Nachhinein betrachtet, muss man ehrlich sein, es stand damals Olympia insgesamt in Frage. Und Avery Brundage, aus meiner Perspektive ein Unsympath, ein Nazi-Sympathisant, über den man wenig Gutes hört im Nachhinein und wir haben auch wenig Gutes über ihn geschrieben. Stimmt. Avery Brundage hat, glaube ich, diese Entscheidung im Alleingang gefällt. Das IOC war damals eine Organisation, die auf ihn völlig zugeschnitten war. Und er hat eben verkündet, the games must go on. Viele Sportler, die erzählt haben, ich war vor 50 Jahren entsetzt und wollte eigentlich heimfahren sofort, die sagen heute, es war im Nachhinein richtig. Weil wenn die Olympischen Spiele damals abgebrochen wären, wäre wahrscheinlich diese, nennen Sie es pathetisch, olympische Idee oder Olympia als Veranstaltung wahrscheinlich tot gewesen.
argumentiert wird ja da auch immer mit den Sportlern, ne, für die was zusammenbricht, wenn sie jetzt an dem Wettbewerb nicht teilnehmen können. Da sind wir beim Thema Sport und Politik, Herr Amon. Es wird ja immer von Seiten des Sports gefordert, lasst uns mit Politik in Ruhe. Andererseits taucht der Gedanke sehr oft auf, wie eng das verwoben ist. Wie stehen Sie dazu? Nee, also ich glaube, Sport und Politik sind untrennbar miteinander. Das kann man nicht voneinander trennen. Allerdings fordern wir ja von Athleten mittlerweile, sie sollen sich zu Spielen, jetzt in Peking oder auch vorherige gerade Winterspiele ja sehr deutlich äußern und am besten distanzieren und sich überlegen, ob sie überhaupt teilnehmen und Ähnliches. Ich glaube, das kann man von jungen Menschen, die in der sportlichen Blüte ihres Lebens vielleicht die Chance schlechthin, weil es Verletzungen gibt, weil es viele andere Veränderungen innerhalb von so 4 Jahren gibt, nicht verlangen. Da muss die Sportpolitik schon anders tätig sein. Und das, was Ludwig Spänle ja vorhin angesprochen hat mit den Spielen und wohin die Spiele gehen, das hat ja zu Veränderungen auch geführt. Wir waren ja zweimal mit München von den Winterspielen eng dran. Das eine Mal hat man Pyeongchang ja vorgezogen in so einer Entscheidung, da wäre die Bevölkerung vermutlich noch mitgegangen, da hat man nicht vorher gefragt, sondern hätte man erst hinterher gefragt und dann hat man es ja in Regionen verlegt, wo entweder gar keine Wintersportdestinationen sind oder wo auch keinerlei demokratische Strukturen sind. Mit dem hat sich ja das IOC völlig ins Abseits manövriert. Die nächsten Spiele finden ja alle entweder in Italien, also in Südtirol ja dann statt im Winter oder dann auch im Sommer in Demokratien in Paris oder in Los Angeles. Insofern hat sich da schon was getan und ganz offen gesprochen auch, wir reden ja intern in Deutschland auch immer wieder drüber, wären nicht auch Olympische Spiele in der Zukunft wieder was für Deutschland. Man ist ja nicht mehr weggegangen, Professor Kramer hat es vorhin gesagt, von der einen Stadtpolitik hin zu Regionen und Sportstätten, die schon vorhanden sind, nachhaltig zu nutzen. Und wir sind der Meinung, auch in Bayern kann man sich das schon auch wieder zutrauen, ob es Winterspiele sein müssen, weil man ja von der Nachhaltigkeit und dem Thema des Winters, des Schnees und Ähnlichem schon ein Stück weit drüber nachdenken muss. Aber mindestens mal auch über Sommerspiele wieder nachzudenken, das können wir uns schon zutrauen. Also soweit ich weiß, sind die Spiele 2036 noch nicht vergeben. Und es gibt eine Idee, ob man nicht was tut, was vielleicht nicht denkbar erscheint, ob man jetzt Spiele, mal die Idee ventiliert, Spiele in Deutschland, Berlin und Israel, Tel Aviv. Weißt du, das ist nicht denkbar. Aber Berlin liegt jetzt nicht ganz in Bayern, Herr Staatsbeauftragter für Antisemitismus. Mag schon sein. Man kann das auch anders nehmen. Wenn man, also ich wollte nur dieses, da gibt es halt... Es gäbe Assoziationen, Israel wird allein nie die Chance haben, wahrscheinlich bei den Mehrheitsverhältnissen überall auf der Welt, aber ich wollte es nochmal gesagt haben. Kurze Wege wären es dann. Wir wären schon, Entschuldigung, wenn ich das sagen darf, schon bei der Sportpolitik, ne? Wir müssen uns noch über den deutschen Part noch einigen, aber ich glaube nicht, dass... sehr gut, Herr Ludwig, das ist gut so, also der bayerische Boden ist da sicher gut geeignet für so eine Idee. Das eine ist ja das IOC als Thema, das andere ist aber die Akzeptanz in der Bevölkerung. Wenn man sieht, was München für einen Schub bekommen hat, manchmal würde man sich ja wünschen, dass mal wieder ein Schub kommt, auch für die Infrastruktur. Was müsste denn passieren, dass die Akzeptanz von solchen Großveranstaltungen bei uns wieder wächst? Also ich war bei der zweiten Bewerbung für München, wo ja dann Peking den Zuschlag bekommen hat, weil alle 4 bayerischen Ausrichter, ich sage jetzt mal Regionen, war ich damals in dem Arbeitskreis, der das Thema Umwelt auch mit angenommen hat. Und da glaube ich, muss man von der ganzen Kommunikation, von der Mitnahme anders vorgehen. Aber das allererste ist, man muss auf bestehende Sportmöglichkeiten eingehen. Da war zu viel an neuen Stellen geplant. Man hat dann riesen Pressezentren und Ähnliches geplant, die überhaupt nicht realisierbar gewesen wären und dann einfach zum Abstoßen in der Bevölkerung geführt hat. Das hat übrigens bei der Hamburg-Bewerbung war es ja genauso. Da war nur Kiel dafür, weil man dort sich erwartet hat, dass dann auch so Bundesstützpunkt Segeln renoviert wird, also Infrastrukturmaßnahme. Alle anderen Ausrichter
Punkte bei der Hamburg-Bewerbung waren ja genauso dagegen, wie es in München gerade jetzt für die Winterspiele gewesen wäre. Und ich glaube, dass man da das Vorhandene hernehmen muss. Und da eignen sich ja die Sportstätten, die wir in München, in Bayern, aber auch haben, idealerweise, ohne dass man tiefgreifende Eingriffe vornehmen muss. Ich würde, wenn ich darf, einen Faktor ergänzen, weil der bei Willi Daume und Hans-Jochen Vogel, mit denen wir uns intensiv beschäftigt haben, so klar zutage tritt. Der Grund, warum die Münchner Spiele durch alle Phasen, Bewerbung, Zuschlag, Vorbereitung und dann auch während der Spiele, so große Zustimmung in München und in ganz Deutschland erfahren haben, war einfach auch politische Führung. Das war, weil Willi Daume und Hans-Jochen Vogel und die Politik in Land und Bund sich hinter dieses Projekt gestellt haben. Und wenn wir jetzt über die Politisierung der Spiele sprechen, müssen wir natürlich sagen, es gibt die negative Politisierung, das nationalistische Megaspektakel, das wir diesen Februar in Peking erlebt haben. Es gibt aber auch eine Politisierung positiver Art, mit der wir uns wahrscheinlich identifizieren können. Zum Beispiel, dass wir das neue, lässige, demokratische Deutschland 1972 vorgezeigt haben. Und Vogel und Daume haben das geschafft, den Menschen das zu vermitteln. Von Hans-Jochen Vogel gibt es einen ganz großartigen Satz, der quasi aus unseren die endlosen Soundfiles, die wir aufgenommen haben mit unseren Gesprächspartnern, da sticht das wirklich in der Erinnerung raus. Der Vogel hat gesagt, ja, wir haben das alles gemacht. Wir haben auch dieses Dach des Olympiastadions gebaut, obwohl der leistungsstärkste Bundeswehrcomputer die Statik nicht berechnen konnte. Wir haben gesagt, wir machen das. Warum? Die Menschheit darf nicht an Nützlichkeit ersticken. Und das ist so dieser Geist, den die vermittelt haben. Und es ist natürlich toll, dass wir Bürger heute und Bürgerinnen so mündig sind und Großprojekte stoppen können. Und wenn es der Anlass gebietet, dann finde ich, sollte man das tun. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine große Gabe, wenn Menschen inspiriert werden von einem tollen Projekt, das dem Gemeinwohl dienen kann. Das war damals der Fall und wenn wir das mal wieder hinbekämen, fänden wir das, glaube ich, nicht schlecht. Also das würde ich gerne gleich mit aufnehmen. Wir erleben es ja in wenigen Wochen hier in München mit den European Championships, die ja die größte Sportereignis sind seit 50 Jahren, seit den Olympischen Spielen. In 9 statt in, wie wir vorhin gehört haben, in 13 Sportarten sind 9 Sportarten beteiligt. Da war es ja auch von Anfang an, wir hatten damals ja Joachim Herrmann 2018 im Verbandsausschuss bei uns beim BLSV, wo er dann als erster ja rausgegangen ist und gesagt hat, der Freistaat Bayern wäre bereit. Dann Horst Seehofer und da war auch wieder das Thema politische Führung, auch mit dem Oberbürgermeister der Stadt München. Horst Seehofer war damals Bundesinnenminister und für den Sport zuständig, der gesagt hat, wir wollen das auch, wir übernehmen natürlich auch immer das Thema der Finanzierung, weil da kann man viel schnell mit ersticken und dann aber auch die Landeshauptstadt München, die gesagt hat, die wollen das und genau dasselbe haben wir ja auch erlebt, weil man auf Sportstätten aufsetzt, die man jetzt schon hat, die man allerdings auch renovieren muss, da tut man sich ja an mancher Stelle, wenn ich das anmerken darf, gerade hier in der Landeshauptstadt München ein bisschen schwer, Oberschleißheim, Ruderregattastrecke oder München-Riem, obwohl es im Freistaat gehört, muss man ganz deutlich mal sagen, das ist das Beste, was das Reiten in Deutschland zu bieten hat, da tut man sich extrem schwer, solche Sportstätten für den Sport nachhaltig auch aufrechtzuerhalten. Aber ich glaube, es gibt über all diese Punkte, das stimme ich jetzt allen meinen Vorrednern zu, gibt es einen wesentlichen Punkt, der sich ändern muss, und zwar dieses IOC. Dieses IOC ist eben nicht ein ehrenamtlich geführter BLSV, sondern das ist eine, nach meiner Wahrnehmung, meiner Meinung nach, eine hoch fragwürdige, ich reiß mich jetzt zusammen, Organisation, eine geldgieriger alter Männer, die sich darin gefallen, mit Milliarden Fernsehrechten zu jonglieren, immer gut, wenn dann für den einen oder anderen auch noch was abfällt, oder sich wie auch Herr Bach und seine Vorgänger darin gefallen, mit irgendwelchen Diktatoren die Bilder für die Weltpresse zu liefern. Und ich kann jeden verstehen, der Olympische Spiele ablehnt unter diesen Knebelverträgen, unter diesen Voraussetzungen, wenn man Staaten in die Steuerhoheit eingreift als IOC,
wenn man sich produziert auf eine Art und Weise, dass es unerträglich ist, Herr Infantino macht das ganz genauso bei der FIFA, dann darf man sich nicht wundern, wenn in Demokratien die Menschen Olympische Spiele ablehnen. Ansonsten stimme ich allem zu, was gesagt wurde. Es wären nachhaltige Spiele, gerade bei uns hier in München. Es wäre großartig, wenn man wieder eine Aufbruchstimmung, wie es Roman jetzt erwähnt hat, 1972 wieder machen könnte. Wir bräuchten auch mal wieder eine richtige, gute Aufbruchstimmung. Aber solange dieses IOC so beieinander ist, wie es beieinander ist, so eine Mafia-ähnliche Organisation, glaube ich nicht, oder zumindest das bei den Menschen so ankommt, glaube ich nicht, dass wir reale Chancen haben, in Deutschland Olympische Spiele zu kriegen. Darf ich vielleicht auf das Erinnern kommen? Ich habe das so beim Grußwort kurz gesagt. Ich glaube, dass sich die Öffentlichkeit, die politische Klasse, all derer, die im Sport sich sehr engagieren, ich glaube, dass die Gesellschaft insgesamt, sie beginnt so. Die Reflexion ist, wie nimmt die Medienwirklichkeit, wie spiegelt sich im Moment die Olympiade in den Medien wieder? Und es sind all derer, die einen Dackel gehabt haben. Es sind die Damen, die heute im Zenit ihres Lebens damals als Hostessen unterwegs waren. Es sind die ersten Typen, ich sage, ich erinnere mich selber, ich wäre da beinahe mit dabei gewesen. Es gibt im Moment, und das will ich jetzt auch ausdrücklich sagen, auch den Weg, den die Landeshauptstadt geht, also es gibt im Moment so ein Wiederentdecken dieses Gefühls. Es gibt im Moment noch keinen richtigen Umgang mit dem 5. September, aber ich sehe das ist unreflektiert, aber es taucht im kollektiven Gedächtnis dieser Stadt und deswegen, danke, dass du das angesprochen hast, wird dieser Sommer in 4 Wochen, dieses große Sportfest in München, es könnte ein Indikator sein, ob sich da vielleicht gegenüber der letzten Ablehnung, jetzt kann die Kampagne doof oder nicht gewesen sein, ob sich da was geändert hat. Und ich merke das tagtäglich, weil ich mich im Moment auch aus anderen Gründen diese Frage, wie dazu gehört übrigens auch, dass ein Stück Ehrlichkeit im Umgang mit dem Versagen und auch der Umgang mit den Opfern gefunden wird. Und das könnte vielleicht ein solcher Anfang sein. Sie haben noch gezuckt, weil sonst komme ich zu meiner Schlussrunde. Letzte Chance. Ich wollte einfach noch sagen, die European Championships waren ja nicht vom IOC, sondern das ist ja ein anderer Verein, der ganz anders, und das war übrigens, hört man auch in vielen Hintergrundgesprächen und kriegt es ja auch mit, die ganz andere Vertragssituation, ja auch genau die Themen Eingriff und so weiter. Und jetzt ist die Frage, ne, mit Huhn und Ei, das IOC weiß, oder was heißt weiß, spürt, dass es sich verändern muss, weil sonst in Demokratien, gerade mit dem Thema der Wirtschaftsförderung, also dem Sponsoring, ja nicht mehr zurechtkommt, dass man den Weg offensichtlich gehen muss, weg von Diktaturen, jedenfalls mal vorsichtige Ansätze, Paris, Los Angeles, aber auch ja, ne, Südtirol, also Cortina d'Ampezzo und Ähnliches für die Winterspiele, auch wenn es vielleicht noch sehr vorsichtig und noch nicht wirklich ausgeprägt ist, aber dort auch gehen muss und letztendlich, und das treibt uns an, muss es uns ja darum gehen, uns nicht von so einem IOC das zu verändern, dass wir nicht getrieben werden, Olympische Spiele zu verlieren, weil das ist ja viel höher und wir erleben es ja 1972, das war für uns, und ich sage es nochmal, im bayerischen, aber auch im deutschen Sport ja, ein enormer Schub, sei es über Sport, über Ehrenamt, über die ganze Verwurzelung in der Bevölkerung, das ganze Thema Volunteering gab es vorher überhaupt nicht. Da sind viele nach Hause gekommen, ich erinnere mich an meine Eltern, die dann da angefangen haben, auch ehrenamtlich tätig zu werden, auch in Sportvereinen und Ähnlichem. Man sieht da auch viel Gründungsurkunden dann im Nachgang, dass uns diese Idee, diese olympische Idee, und zwar in dem positiven Sinn, so wie es angesprochen wurde, auch in die Zukunft trägt. Ich würde gern heiter enden, auch wenn es zwischendrin auch ja, angemessen war, dass das sehr ernst ist und sehr schwere Kost. Die 4 Podiumsteilnehmer kennen die Schlussfrage nicht. Sie 4 dürfen zum Schluss träumen. Wenn Sie sich wünschen könnten, in einer Sportart so gut zu sein, dass sie Gold gewinnen. Welche olympische Disziplin wäre das? Ich antworte, weil das ein konkreter Traum ist, den ich seit vielen Jahren verfolge. Also okay. Ich warte darauf, dass Minigolf olympisch wird. Dann
rechne ich mal Außenseiterchancen aus. Herr Spendle. Der zweite Winston Churchill. No sports. Also wir kennen uns so lange, mich hätte jetzt jede andere Antwort wirklich völlig verblüfft, Ludwig. Also ich würde es mir in meiner Heimatsportart, das ist Tennis, wünschen. Und zwar, ich habe es heute Vormittag schon mal gesagt, positiv besetzt, wir wollten damals alle sein wie Boris Becker. Also damals, wie der damalige Boris Becker, nicht wie der heutige Boris Becker. Nur, dass wir das auch klarstellen. Und das ist am besten der Matchball mit einem Becker-Hecht und der geht gerade so übers Netz und zack. Uwe. Boah, jetzt habe ich am längsten Zeit gehabt zum Überlegen und habe mir lange jetzt überlegt, ob ich sage Fußball, weil das so mein Lieblingssport ist, aber ich glaube, ich sage was anderes. Ich möchte wie Usain Bolt ungebremst, aber ähnlich souverän einen olympischen Endlauf über 100 Meter gewinnen, wenn ich so gefragt werde. Ich hätte noch einen Vorschlag für uns vier, wir machen einen Vierer-Bob. Oder? Vierer-Bob ist cool. Herr Deininger, den gibt es vorher in Berchtesgaden, wenn dann die Rodelbahn wieder aufgebaut ist. Das ist alles andere als lustig, dann, wenn wir vier im Vierer-Bob unterwegs sind. Da gab es ja diesen legendären, wo auch so relativ kräftige Typen oder so vielleicht eine gewisse Rolle so im Gutes haben. Herzlichen Dank Ihnen. Seit Oslo 52 war das, da ist ja Gewichtsbegrenzung. Obwohl die zwei sind so schlank beim Viererbob. Die zwei sind so schlank, das kriegen wir dann schon hin. Die holen es raus. Vielen Dank Ihnen vier hier. Vielen Dank Ihnen, auch diejenigen, die sich den Stream anschauen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Und von meiner Seite noch einen schönen Abend. Bei mir, Herr Spendle, steht Übergabe an Herrn Spendle. Sie haben das Schlusswort. Herzlichen Dank. Ich will einfach noch Werbung in eigener Sache machen. Am 26.07. wird wiederum hier in der Universität in München, in der LMU, Anke Spitzer mein Gast sein, gemeinsam mit Richard Schneider, dem langjährigen ARD-Korrespondenten in Tel Aviv, der selber als junger Mann, als Mitglied der jüdischen Gemeinde hier in München Zeitzeuge war. Und wir wollen dieses Thema, wie können wir würdig mit diesem schwierigen Erbe umgehen, hier besprechen. Aber Ihnen allen herzlichen Dank.